Liebe Leute, der Antifa, ich weiß ja, dass Bildung nicht ganz so euer Ding ist, aber ich muss euch wirklich raten, einmal in unser Grundgesetz hineinzuschauen. Da gilt nämlich Meinungsfreiheit und die Freiheit für Versammlung. Jeder darf in Deutschland immer noch seine Meinung sagen und dafür stehen wir als AfD ein. Leute, Leute, da eine Trillerpfeife, da hinten ist irgendwas zum Orgeln. Wo sind wir eigentlich angekommen? Sag mal, findet ihr das nicht einfach ein bisschen infantil, was hier abgezogen wird? Aber diese Infantilität, die erlebt man auch immer im Bundestag, in dem wir jetzt ja schon seit 4 Jahren sitzen, diese Infantilität von dem parlamentarischen Arm der Antifa. Das ist so dermaßen undemokratisch, dass es nur so kracht. Und da frage ich mich wirklich, wo bleibt da eigentlich der Verfassungsschutz, liebe Freunde? Wo ist er denn, wenn man sich sowas anguckt? Das ist Stalinismus pur. Und Sie müssen mal das T-Shirt wechseln und stolpern Sie nicht. Stolpern Sie nicht in Ihrem Tatendrang. Der Mann, der hat Sandalen an und da drin Socken. Das ist total out, das ist nicht modisch. Und jetzt wäre er noch fast mit seinen Sandalen hier im Kopfsteinpflaster hängen geblieben. Das wollen wir natürlich nicht. Die AfD ist jedermanns Freund und Helfer. Auch in der Modeberatung. Das muss man ganz klar sagen. Und Sie da vorne mit Ihrem zitrofarbenen T-Shirt. Ja, Sie sind die ganze Zeit am Brüllen, Sie sind schon ganz heiser, auch da hilft ein Hustenbonbon. Und rauchen Sie nicht so viel, es tut Ihrer Gesundheit nicht gut. Nicht, dass wir Sie nachher hier noch runtertragen müssen. Sie merken, wir lieben Menschen, egal welche Meinung sie haben. Wir trällern andere Meinungen nicht nieder, wir knüppeln andere Menschen nicht nieder. Wie das die Antifa tut, die im Übrigen als Terrororganisation eingestuft und verboten gehört. Da fragt man sich auch, was macht der Staat hier? Stalinismus? Nein, um das mal alles mal zu beleuchten, das ganzheitlich zu betrachten, da muss man sich fragen, was in diesem Staat eigentlich los ist. Warum wird so etwas geduldet? Dass andere Meinungen nicht zugelassen werden, dass Demonstrationen verboten werden, die Querdenker-Demonstrationen. Man kann halten von diesen Menschen, was man möchte. Sie dürfen ihre Meinung frei äußern. Und ein Staat darf nicht hingehen und diese Demonstration einfach verbieten oder einfach stören. Haben wir irgendwann mal erlebt, dass wenn ein Kandidat einer anderen Partei auftritt, dass man so ein Theater macht? Wir sind immer noch in einer Demokratie und dafür sind wir angetreten, dass es so bleibt als AfD, liebe Freunde. Hier an dieser Stelle muss ich mit einer wichtigen Nachricht ganz kurz unterbrechen. Derzeit wird allen Ernstes im Bundestag beraten, ob zahlreichen Behandlungen wie Impfungen, Organspenden und so weiter nicht mehr automatisch widersprochen ist. Und in diesem Fall müssen Sie unbedingt in einer Patientenverfügung bzw. Vorsorgevollmacht festlegen, welchen Behandlungen Sie widersprechen wollen. Mehr Informationen und diese Dokumente rechtssicher geprüft und passend für den Geldbeutel finden Sie auf meiner Webseite. Der Link ist unter dem Video. An den Zapfsäulen, wenn Sie das in der letzten Zeit mal getankt haben, sehen Sie die ersten Ergebnisse, die ersten Ergebnisse dieser Links-Grün-CDU-Politik. Das ist ja alles etwas, was von Schwarz-Grün-Rot umgesetzt wurde. Und das ist das Ergebnis. Die Lebenshaltungskosten der normalen Bevölkerung gehen durch die Decke mit dieser Politik. Die Energiewende ist ein reinstes Elitenprojekt, was wir uns nicht mehr leisten können, liebe Freunde. Man kann sich, der Normalverdiener kann sich das Pendeln nicht mehr leisten aufgrund der CO2-Steuer. Man kann sich irgendwann das Heizen möglicherweise nicht mehr
leisten. Strom wird zu einem Luxusgut. Heizen und Autofahren werden zu Luxusgütern. Und um das zu verhindern, die Stimme der AfD geben. So geht es nicht weiter. Die mittleren Einkommen sind zu hoch belastet, viel zu hoch belastet. Familien sind zu hoch belastet in Deutschland. Wo bleiben wir denn? Und dagegen müssen wir zu Felde ziehen. Steuern und Abgaben senken, Strompreis senken, wie durch die ersatzlose Streichung des EEGs, liebe Freunde. Das EEG abschaffen, das ist unsere Devise. Wir alle wollen Umwelt- und Naturschutz. Aber das, was hier geschaffen wurde, ist etwas, was wir uns alle nicht leisten können. Und dementsprechend gibt es uns als AfD, um genau diese fatale Politik zu verhindern und dem einen Riegel vorzuschieben. Diesen Aussagen kann ich nur zustimmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denken Sie noch an Ihre ganz persönlichen Dokumente und bis bald.